Gold erreicht ein neues Allzeithoch, Silber steigt wie von einer Tarantel gestochen. Und meine Frage an Sie ist, kennen Sie jemanden, der bärisch ist? Ich nicht. Wenn man die Analystenmeinungen hört, da werden Kursziele für Gold und Silber angehoben. Da gibt es scheinbar kein Halten mehr. Die Euphorie ist grenzenlos. Und die Tatsachen, die Kurse nämlich scheinen dem Ganzen ja recht zu geben. Aber oft ist in der größten Euphorie die Gefahr nicht im geringsten, sondern im Gegenteil. Das Risiko ist am höchsten. Und wir wollen uns ein paar Dinge mal anschauen, die zeigen, wie ein bisschen überreizt diese ganze Geschichte ist. Natürlich gibt es vor allem bei Gold gute Gründe für den Anstieg, die ich auch gleich zeigen werde. Bei Silber bin ich mir da etwas weniger sicher. Da ist viel mehr Spekulation der Fall in einem sehr marktengen Umfeld. Das ist ja wirklich kein großer Markt, in dem Silber hier gehandelt wird. Da können ein paar Jungs schon ein bisschen auf die Tube drücken und das Geschehen in ihre Richtung drücken. Bei Gold schwieriger. Hier sehen wir den Goldchart. Wir hatten das letzte Mal eine solch steile Aufwärtsbewegung vor einigen Jahren. Danach folgte dann ein kleiner Abverkauf, dann eine Seitwärtsbewegung und der nächste Abverkauf muss und wird wahrscheinlich diesmal nicht so sein, aber wir sind schon sehr, sehr steil hier unterwegs beim Gold und das liegt natürlich auch daran, dass die realen Renditen ein neues Allzeittief heute mal wieder erreicht haben. Hier sehen wir die 10-jährige US-Anleihe. Minus Inflation liegen wir bei minus 1,1% und das ist wahrscheinlich der maßgebliche Treiber eben für steigende Goldpreise. Sind die realen Renditen. Und solange die fallen, ist Gold noch safe, aber möglicherweise wird sich das auch mal ändern. Wer weiß das schon? Jedenfalls sehen wir, dass wir hier anhand von ETFs, zum Beispiel dem GLD oder auch dem SLF, die also Gold und Silber abbilden, dass wir hier so weit entfernt sind von historischen Durchschnitten oder von den gleitenden Durchschnitten. Hier der 100-Tages-Durchschnitt der GLD, also der Gold abbildet, dritthöchste Abweichung von der 100-Tage-Linie, Silber die zweithöchste Abweichung, normalerweise kein so fürchterlich gutes Omen für die zukünftige Entwicklung. Und wir sehen, dass offenkundig auch hier viel damit gerechnet wird, dass Inflation kommt. Wir haben jetzt absolute Rekordzuflüsse in ETFs, die inflationsgeschützt sind. Also man geht offenkundig davon aus, dass die Inflation jetzt massiv anzieht. Bei den Vermögenspreisen haben wir schon eine massive Inflation seit Jahren. Nicht allerdings in den Verbraucherpreisen, die zeigen da noch wenig von dieser massiven Inflation. Wir sehen hier nochmal Silber, das nur so weit von seinen gleitenden Durchschnitten entfernt war. Einmal in den 1980er Jahren und einmal in den 1970er Jahren, späten 70er Jahren, seitdem aber nicht mehr. Also wir sehen, das ist natürlich schon ein bisschen sehr stark hier gespannt das Seil, das kann noch weiter gespannt werden, aber es besteht eben auch die Gefahr, dass dann mal ein kurzer, ganz heftiger Sell-off passiert, wenn dann Stops möglicherweise gezogen werden. Wir werden sehen. Heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten gesehen, nämlich die Erstanträge, die besser ausgefallen sind als erwartet. Das hat die Aktienmärkte, die vorher so ein bisschen, naja, verunsichert waren, gerettet, denn gestern ja der ADP-Arbeitsmarktbericht viel schlechter als erwartet. Dann hat man gefürchtet, dann werden die Erstanträge auch schlechter. War aber nicht so. Die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, waren auch weniger schlecht als befürchtet. Gleichwohl sehen wir anhand vieler Daten, dass eben der Trend doch zu kippen scheint. Das haben wir schon mehrfach hier erlebt. Und eine der großen Fragen ist, warum schafft es die US-Politik, sich nicht zu einigen? Eine Antwort darauf ist, weil schlichtweg die Aktienmärkte noch so weit oben sind. Da gibt es wenig Handlungsbedarf, da ist man dann nicht so eilig. Anders als im Jahr 2008, damals gab es den TARP-Bailout. Da sind die Aktienmärkte massiv nach unten gekracht. Und dann bestand auch für die Abgeordneten, die hier verhandeln, offenkundig mehr Notwendigkeit, hier zu agieren. Viele dieser Abgeordneten sind ja selber am Aktienmarkt investiert. Also machen die sich momentan nicht so viele Sorgen. Aber dieser Stimulus muss her, das zeigt diese Grafik. Hier wird mal aufgeschlüsselt, was passiert, wenn diese wöchentlichen Schecks, die vorher $600 betragen haben, wenn die reduziert oder sogar komplett wegfallen. Sehen wir, bei $500 würde das um und bei 0,6% des amerikanischen BIPs kosten. Wenn das Ganze wegfällt, nämlich auf Null fällt, dann würde das 1,27% des amerikanischen BIPs kosten. Da geht es also was. Da würde dann, so Berechnungen im nächsten Monat, der Konsum der Amerikaner um 4,5% sinken. Und das ist eine echte Hausnummer. Also muss der nächste Stimulus her und der muss möglichst schnell her. Sonst wird es ungemütlich. Und das obwohl erstmal seit März interessanterweise die Zustimmungswerte für Donald Trump wieder ein bisschen steigen. Kann auch vielleicht damit zu tun haben, dass die Coronavirus-Welle in den USA so ein bisschen am Abebben ist, sodass das Problem weniger dringend erscheint und damit
dass vielleicht umstrittene Management von Donald Trump hier etwas in den Hintergrund gerät. Insgesamt sehen wir, dass die Aktienmärkte sehr entspannt sind, sehr wenig Risiken sehen. Die Handelsspanne etwa hier im S&P 500 ist wieder so gering wie im Jahr 2019. Da ist also ein wenig Nervosität erkennbar. Nervosität sehen wir aber am Währungsmarkt. Hier zum Beispiel der Euro-Index, also der Euro gegen andere Währungen, und vor allem hat der Euro aufgewertet ja nicht nur gegen den Dollar, sondern vor allem gegen die Emerging Markets Währungen seit Februar 16%. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird die EZB nicht besonders begeistert sein. Und einer dieser Emerging Markets Länder ist die Türkei. Und wir sehen hier einen massiven Einbruch der türkischen Lira, der sich fortsetzt. Das Land hat grundsätzlich Riesenprobleme. Eine hohe Inflation, zweistellig, aber Zinsen nur von knapp über 8%, also negative Realzinsen, wenn man so will. Dementsprechend herrscht hier eine Flucht, zumal eben die Türkei viele, oder die Türken vor allem, die Privatmenschen sehr stark verschuldet sind und jetzt eben die Touristen ausbleiben ein Stück weit, da kommt also vieles zusammen. Aber schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist Silber, $28,30 in den Charts von Capital.com. Hier sehen wir also, wie die Jagd nach weiterer Rendite weitergeht. Wir sehen Gold, das jetzt ein bisschen unter dem Tageshoch handelt, $2,059. Was macht der DAX? Der kommt eigentlich nicht so wirklich aus dem Quark, 12.613. Wir waren heute Morgen bei 12.800, haben da aber nicht wirklich uns weiter behaupten können. Wir sehen hier den S&P 500 bei 3031, so um und bei 2% vom Allzeithoch weg. Und was haben wir noch? Wir haben Euro-Dollar, der bei 1,1876 ist, aber heute durchaus Volatilität hat, mal Richtung 1,1920, dann auch wieder schnell in Richtung 1,1820 gefallen ist. Also am Währungsmarkt ist man so ein bisschen unruhiger, da herrscht schon ein gewisses Beben. An den Aktienmärkten ist man total relaxed und sieht keinerlei Risiken. Wir werden sehen, ob diese Auffassung richtig ist. Morgen das Highlight, die großen US-Arbeitsmarktdaten, von denen Donald Trump schon gesagt hat, das wird eine große Geschichte werden. Also wahrscheinlich werden sie sehr gut. Vielleicht erreicht dann der S&P 500 sein Allzeithoch. Gleichwohl, die Trends am Arbeitsmarkt sind bereits gekippt. Und wir haben dann natürlich die Frage, ob dieser Stimulus kommt, der unbedingt kommen muss, sonst wird es ungemütlich für die Aktienmärkte. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.